Also, als allererstes mal herzlich willkommen an alle Leute, die jetzt eingeschaltet haben. Ich habe gerade gesehen, 33 Zuschauerinnen gucken schon zu. Ich begrüße euch ganz herzlich heute zu unserer Online-Veranstaltung Kontinuität tödlicher Rassismus, Hafenstraße, NSU, Hanau. Und diese Veranstaltung, die wir heute haben, findet Corona-bedingt halt digital statt und findet im. Warte, Sekunde. Und findet im Rahmen der Erinnerungswoche der Initiative Hafenstraße 96 statt. Uns ist es wichtig, gerade wenn die Veranstaltung online ist, dass wir wenigstens so ein Mindestmaß an also dass so ein Mindestmaß an Interaktivität möglich ist. Insofern. Wenn ihr einen YouTube-Account habt, schreibt in den Chat. Wenn ihr Fragen habt an unsere Referentinnen, schreibt das da immer rein, auch wenn ihr Anmerkungen habt. Ich werde mich bemühen, da ab und zu mal reinzugucken und mir die Fragen aufzuschreiben und die zu stellen, wenn es passt. So, zum zeitlichen Rahmen. Die Veranstaltung soll ungefähr 1,5 Stunden dauern, also so bis 21 Uhr. Genau, wie gesagt, nochmal Hallo von mir. Ich bin Marcel, Teil der interventionistischen Linken Lübeck. In der Gruppe arbeite ich ja vor allem zu so Antikriegsthemen und Kurdistan und gerade jetzt auch zum 25. Jahrestag natürlich zum Thema Hafenstraße. Wir sind als Gruppe Teil der Initiative Hafenstraße 96. Jana wird dazu gleich auf jeden Fall noch mal mehr sagen, weil ich das jetzt schon mehrfach in den Mund genommen habe. Genau, vielleicht noch mal, um wirklich alle Leute abzuholen. Vielleicht, es gibt ja immer wieder Leute, die es auch noch nicht gehört haben. Am nächsten Montag, am 18.01.2021, jährt sich der Brandanschlag auf die Geflüchtetenunterkunft in der Hafenstraße im Jahr 1996 in Lübeck zum 25. Mal. Und an diesem Tag haben 10 Menschen ihr Leben verloren durch Brandstiftung, 7 Kinder und 3 Erwachsene. Und 38 Menschen wurden verletzt. Dieser Brand in Lübeck geht als unaufgeklärter Brandanschlag mit den bisher höchsten Opferzahlen und alles deutet darauf hin, dass die TäterInnen Neonazis waren. Aber statt weiter in Richtung der tatverdächtigen Neonazis zu ermitteln, wurde im Umfeld der Bewohner ermittelt und auch einer von den Bewohnern als Beschuldigter geführt. Genau, das kennt man nicht nur von der Hafenstraße, sondern taucht immer wieder auf, sei es Solingen oder in den NSU-Morden, dass zunächst die Opfer von diesen rassistischen Gewalttaten beschuldigt werden. Zum Thema Hafenstraße, bis heute wurden die Täter nicht ermittelt. Also auch nach 25 Jahren bleibt dieser zehnfache Mord unaufgeklärt. Uns hat das, oder einige von uns hat das in der Gruppe seit damals geprägt und auch unsere Kämpfererinnerungskultur. Und es ist irgendwie so ein antirassistischer Auftrag, den wir schon genau damals in den Zeiten von Avanti hatten und immer noch haben in unserer Gruppe. Ist also immer wieder also ein kontinuierlich Thema in unserer Gruppe. Jetzt zur Veranstaltung. Wir wollen heute den Blick genau auf so welche traurigen Höhepunkte rassistischer Gewalt werfen, wie Hafenstraße, NSU oder zuletzt auch Hanau. Und wollen da so ein bisschen gucken, welche Parallelen sich da eigentlich in den Fällen beobachten lassen. Also zum einen die gesellschaftlichen Reaktionen, aber auch die juristische, ich sag mal bewusst, Nichtaufarbeitung. Genau. Mit 1,5 Stunden haben wir uns da, glaube ich, einiges vorgenommen, aber es wäre schön, wenn wir vielleicht noch ein bisschen dazu kommen, zum Schluss nochmal anzudiskutieren, wie denn eine Strategie antirassistischen Handelns aussehen muss, um diese Losung der Hanauer Initiative, Initiative 19. Februar Hanau, wahr werden zu lassen. Die heißt, Hanau am 19.02.2020 darf nicht ein weiterer tödlicher Anschlag sein. Es muss der letzte gewesen sein. In diesem Sinne, jetzt habe ich schon mich vorgestellt. Ich habe hier noch 3 weitere Menschen zu Gast. Und der nächste Part wäre, dass ihr euch irgendwie einmal der Reihe nach alle vorstellt. Also Jana von der Hafenstraße-Initiative, Rechtsanwältin Gabriele Heinicke. Und Rechtsanwalt Alexander Hoffmann. Genau, vielleicht können wir es einfach der Reihe nach einmal machen. Danke, Jana, dass du heute da bist. Und du bist aktiv in der Hafenstraße-Inni.
Magst du dich und die Initiative einmal vorstellen? Ja, danke Marcel, macht gern. Genau, also erstmal vielen Dank an die IL Lübeck, dass ihr das Format gestaltet habt, weil für uns als Gedenkinitiative ist das auch ehrlich gesagt ein sehr spannendes Format, heute mal mit Gabriele und mit Axel Hoffmann ins Gespräch zu kommen, weil wir das in, sage ich mal, von der Generation, die gerade aktiv ist bei uns in der Initiative, noch gar nicht so ausführlich auch öffentlich gemacht haben, also als öffentliches Veranstaltungsformat. Wir als Gedenkinitiative sind quasi so eine Art AG vom Lübecker Flüchtlingsforum. Das Lübecker Flüchtlingsforum hat sich damals nach dem Brandanschlag in Lübeck als zivilgesellschaftlicher Akteurin gegründet und sich unter anderem für das Bleiberecht der BewohnerInnen aus der Hafenstraße auch eingesetzt. Und die Gedenkinitiative hat sich, sage ich mal, vor, ich kann das so gar nicht genau datieren, so vor 5 bis 7 Jahren nochmal expliziter den als Arbeitskreis zusammengefunden, wo auch Freundinnen vom Lübecker Flüchtlingsforum auch mit aktiv sind, um zu sagen, es braucht eben einen bestimmten Arbeitskreis, der das Thema Hafenstraße auch weiterhin behandelt. Eben auch aus politischer Perspektive heraus, weil wir sagen, es ist ein politisches Erbe, was in Lübeck von inzwischen Generation zu Generation nach 25 Jahren auch weitergegeben wird. Und wir haben in diesem Jahr uns die Gestaltung einer Erinnerungswoche vorgenommen gehabt zum 25. Jahrestag und konnten das auch glücklicherweise, sage ich mal, trotz Corona umsetzen, dadurch, dass wir ja so digitale Formate gefunden haben wie heute. Und warum spreche ich das an? Weil Erinnerungskultur schon ein zentraler Punkt auch in unserer Arbeit ist, um eben zu sagen, es braucht Form von Erinnerung an Opfer rechter Gewalt. Da ist natürlich in Lübeck der Hafenstraßenbrandanschlag das zentrale Themenfeld, dem wir uns widmen. Und wir auch vor allen Dingen politische Forderungen auch weiter dementsprechend mit in die Zivilgesellschaft, in die Politik mit aufbringen oder einbringen. Und traditionell haben wir in den vergangenen Jahren immer eine Demonstration und das Gedenken am Gedenkstein am 18. Januar veranstaltet, zusammen mit vielen UnterstützerInnen aus Lübeck und Umgebung, sage ich mal. Und das machen wir auch in diesem Jahr und unter dem besonderen Fokus unterschiedliche Ebenen von Erinnern an Opfer, aber auch eben an das Leben von Geflüchteten zu der Zeit in Lübeck irgendwie präsent zu machen. Genau. Ein letzter Satz. Wir sind eine kleine Initiative, die das ganze Jahr arbeitet. Gar nicht. Natürlich ist der 18. Januar dabei immer ein ganz besonderer Fokus. Wir sind eine ehrenamtliche Initiative. Wir leben nur von Spendengeldern. Und genau, das sage ich einmal vorweg, weil wir auch einige ZuschauerInnen haben und natürlich Teil der Erinnerungsarbeit oder dem Formaten, die wir hier aufbauen, auch immer mal wieder eine kleine Spende bedarf. Danke, Jana, für die Vorstellung. Genau, danke auch an Gabriele Heinicke, dass du heute teilnehmen kannst und unserer Einladung gefolgt bist. Du Gerne. warst damals die Rechtsanwältin von Safwan Eid. Das ist derjenige Bewohner der geflüchteten Unterkunft in der Hafenstraße, gegen den plötzlich ermittelt wurde, statt gegen die Neonazis, die vermutlich das Feuer gelegt haben. Magst du ein paar Sätze zu dir sagen und vielleicht auch ganz kurz zu deiner Rolle da drin? Ganz kurz zu mir, erstmal zu euch. Herzlichen Dank für eure Veranstaltung und dass ich hier reden darf. Ich freue mich über euer Engagement und ich halte das für ganz wichtig für Lübeck, dass ihr da weiter aktiv seid, sonst wäre es wahrscheinlich längst vergessen. Zu meiner Rolle, es war ja damals so, dass nachdem 3 von den 4 jungen rechten Grevesmühlnern direkt am Haus, also zum Tatort, zur Tatzeit mit den typischen Brandlegerspuren angetroffen worden sind und zunächst festgenommen worden sind und das Bundeskriminalamt eingeschaltet worden war, auf einmal am nächsten Tag Safwan Eid vernommen worden ist, weil sich ein Sanitäter gemeldet hat, der behauptet hat, Safwan Eid habe ihn in einem verletzten Bus, wo er seine verbrannten Ohren behandelt hat, gesagt, wir waren's, wir haben Benzin gegen die Tür gekippt und dann ist das
brennend die Treppe runtergelaufen. Das war eigentlich die Initialzündung. Und das, was Safwan dann durchlebt hat, da muss man ihn bewundern. Der Bundeskriminalbeamte vom BKA hat ihn gleich vernommen, hat gesagt, er muss auf den Koran schwören, hatte einen schwarzen Koran dabei mit irgendwelchen goldenen Aufschriften dabei und hat gesagt, wenn du an den Koran glaubst, dann musst du jetzt hier die Wahrheit sagen. Er hat sich wirklich wacker gehalten in der ganzen Situation. Ich war nicht gleich seine Verteidigerin, sondern bin nach, weiß nicht, 2 oder 3 Wochen dazu gestoßen. Und muss sagen, es war ein sehr spannender und aber auch ein sehr belastender Prozess. Du hast vorhin gesagt, Marcel, die Täter seien nie ermittelt worden. Ich habe seit Beendigung der beiden Verfahren, einmal vom Landgericht Lübeck mit dem Freispruch und einmal vor dem Landgericht Kiel mit dem Freispruch, immer gesagt, diese Sache ist aufgeklärt. Das ist fast so wie in dem Fall Uri Jalloh. Die Sache ist aufgeklärt, es wird nur nicht anerkannt. Es wird eine alternative Wahrheit präsentiert von Seiten der Staatsorgane. Und das ist eigentlich das, was mich auch interessiert bei der Diskussion, wie man das aufbrechen kann und wie man da doch noch Licht ins Dunkel bringen kann. Okay. Ja, danke, dass du da sein kannst heute bei uns. Um es dann vielleicht korrekter auszudrücken, die Täter wurden nie verurteilt, ne? Obwohl teilweise Geständnisse abgelegt wurden und die Indizienlage sie auch eindeutig belastet hat. Und es war einfach kein Aufklärungswille der staatlichen Organe zu erkennen. Und Aufklärung wurde ja sogar auch aktiv erschwert, ne? Und genau, es wurde ja, ich habe ja schon gesagt, oder wir haben es ja gerade gesagt, ne? Es gab so eine Täter-Opfer-Umkehr. Also der Geflüchtete, der selbst Opfer des Brandanschlags war, wurde zum Täter gemacht. Und ich habe es anfangs schon gesagt, ne, diese Täter-Opfer-Umkehr erinnert uns natürlich total krass an die tiefe Verstrickung staatlicher Behörden mit Neonazis im NSU-Fall. Genau da ist es auch so passiert, dass die Polizei im Umfeld der Angehörigen ganz viel ermittelt hat. Genau. Das führt uns zu unserem nächsten Gast. Danke, Alexander Hoffmann, dass du heute bei uns sein kannst auf dem Podium und unserer Einladung gefolgt bist. Du bist unter anderem Vertreter der Nebenklage im NSU-Prozess. Genau, magst du dich einmal vorstellen? Ja, für Freunde immer Axel Hoffmann, Alexander nur, wenn ich nur als Anwalt tätig bin. Ich freue mich sehr über diese Einladung aus mehreren Gründen. Ich will jetzt erstmal noch nichts zu NSU sagen. Ja, ich habe für 2 Betroffene aus dem NSU-Prozess die Nebenklage gemacht. Ich habe in den letzten Jahren zahlreiche Nebenklagen gemacht, bin jetzt gerade in dem Lübcke-Verfahren für den Geflüchteten, der mit einem Messerstich in den Rücken gekriegt hat, tätig, war in Halle, in diesem Halle-Verfahren tätig. Zwei Sachen sind mir wichtig. Einmal bin ich sehr, sehr froh und stolz, dass meine Organisation, ich bin nämlich auch Interventionistische Linke, in der ich schon seit Anfang der 90er war, heute immer noch solche Veranstaltungen macht. Das macht mich echt stolz, insbesondere weil ich in den letzten Jahren wegen meiner beruflichen Tätigkeit sehr wenig Zeit gehabt habe, selber aktiv zu sein. Und das finde ich hervorragend, das finde ich fantastisch. Ich finde überhaupt die Fortsetzung dieser Aktivitäten in Lübeck, in Schleswig-Holstein großartig. Und ich glaube, wir spüren das auch immer mal wieder in der schleswig-holsteinischen Gesellschaft, dass solche Aktivitäten über die Jahre doch eine gewisse Wirkung haben. Und das ist halt immer Arbeit. Das Zweite, über was ich mich ungemein freue, ist, dass ich hier mit Gabi Heinicke sitzen kann, weil ich war 1996 habe ich mein Referendariat begonnen. Ich bin seit dem 01.01.1998 tätig als Anwalt. Ich habe von diesem unglaublichen Vorgehen in dem Prozess mit einer Nebenklage, die eigentlich die Unschuld beweisen wollte, mit diesen Anträgen, die gemacht worden sind, mit dieser unerbittlichen Hartnäckigkeit erlebt, wie man verteidigen kann, aber auch wie man alles, was die Strafprozessordnung hergibt, zum Beispiel auch eine Nebenklage verwenden kann für sich.
Und meine Aktivitäten später, auch meine Nebenklagen, die ich gemacht habe, Verteidigung, die hätte ich nicht so gemacht, hätte ich das nicht damals beobachten können und hätte mich das nicht so inspiriert. Insofern bin ich da wirklich dankbar drum, nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch aus persönlichen Gründen, weil das tatsächlich großartige Arbeit war. Nicht nur der Anwälte, nicht nur der Anwältinnen, sondern auch der Soli-Gruppe, auch nur möglich, weil Safwan Aizug stark durchgehalten hat, aber halt auch wegen den Anwältinnen, und das finde ich schon großartig. Und da will ich auch noch mal im Nachhinein heute meine Anerkennung dafür aussprechen. Das war wirklich tolle Arbeit, die ihr gemacht habt. Danke, Axel. Vielleicht können wir jetzt dazu kommen, noch mal in die verschiedenen Fälle einzusteigen. Ich habe schon Mini-Info gegeben zum Thema Hafenstraße für alle, die das Thema wirklich noch nicht gehört haben. Gabriele, ich würde dich bitten, so schwer das auch klingen mag, aber mal vielleicht 10 Minuten noch alles, was du sagenswert findest, zum Thema Hafenstraße zu sagen. Ich weiß, dass das schwierig ist in der Zeit. Vielleicht könntest du das mal probieren. Um solche kurzen Statements bin ich schon öfter gebeten worden, darum werde ich mich bemühen. Ich fange mal mit Safwan an. In der Nacht zum 18. Irgendwie so um 3.30 Uhr, 4 Uhr, hat er oben als letzter der Bewohner auf der Regenrinne gestanden und ist als letzter Bewohner gerettet worden mit der Drehleiter. Ja, seid wahrscheinlich zu jung, um das noch zu erinnern, aber der Drehleiterwagen war umgefallen. Das war alles hochdramatisch. Von Safwans Familie sind viele schwer verletzt worden. Er hat mit seinen Brüdern oben in einem Dachkämmerchen übernachtet, und die später behandelten Ohren waren deshalb angebrannt, weil von hinten die Flammen an seine, also die Hinterseite geschlagen sind. Ich mache jetzt mal den Sprung. Es wurde mit einem Bus wurden die Verletzten in ein Krankenhaus in Lübeck gebracht, und dieser Sanitäter, der direkt über dem Motor des Busses sitzend mit Safwan ihn behandelt hat und dann etwas gesagt hat, wo Safwan immer gesagt hat, was habe ich überhaupt nie gesagt. Also die Besonderheit, dass sie bereits damals die Grundlage einer Theorie, einer Behauptung der Staatsanwaltschaft war, wovon die Staatsanwaltschaft nie abgegangen ist. Die haben gesagt, im ersten Stock des Hauses hätte ein Bewohner, nämlich Safwan, mit einem Benzinkanister ein Feuer entfacht. Das Besondere dabei war, an der Stelle, wo das Feuer entfacht worden sein soll, als ich dann mit einem Sachverständigen das Haus begangen habe und wo die Feuerwelle durchgegangen sein soll bis durchs Dach, da haben wir uns den angeblichen Brandausbruchsort angeguckt und haben gesehen, dass in diesem Kamin, wo das Feuer durchgegangen sein soll und wo dann der ganze Haus abgebrannt sein soll, dadurch, dass da eine blütenweise unverbrannte Klopapierrolle hing. Damit war eines klar, das, was die Staatsanwaltschaft behauptet hat, konnte nicht sein, weil sonst die Klopapierrolle nicht da gewesen wäre. Das mit dem Benzin, dass das dort ausgeschüttet worden sein soll und es brennt, die Treppe runtergelaufen sein soll, hat sich dann so sehr früh erwiesen, dass die Stelle, an der ausgegossen worden sein soll, ungefähr 13 Zentimeter tiefer lag als die Treppe. Und die Treppe war ungefähr 12, 13, 14 Meter, das ist ja ein altes Haus, Meter von dieser Brandausbruchstelle entfernt. Man hätte also Lastwagen von Benzin dorthin fahren müssen, um überhaupt die Chance zu haben, dass da irgendwas die Treppe runterläuft. Von vornherein war klar, und es war das Bundeskriminalamt eingeschaltet, von vornherein war klar, dass es einen Eingangsbereich gab, einen hölzernen Vorbau gab. Und dieser hölzerne Vorbau wurde als Eingang genutzt, und dieser Eingang hatte eine Glastür. Diese Glastür war, als die Feuerwehr eintraf, zu einem kleinen Glasklumpen zusammengeschmolzen. Und was dann gemacht worden ist, es wurde bei den kriminaltechnischen Untersuchungen, wurde nicht etwa der hölzerne Vorbau systematisch abgesucht. Da gab es nämlich rechts und links dieser Tür tiefe Durchbrennung bis zu dem Kellergewölbe darunter, sondern es wurde vom Bundeskriminalamt und vom Landeskriminalamt ein Heizschlauch
in den ersten Stock gelegt, wo dann warme Luft durchgepustet war, weil es am 18. Januar 1996 sehr kalt war. Und durch diesen Heizschlauch, der gerade mal so durch die Tür passte, das war ein Riesending, hat man die Durchbrennungen in der Eingangstür nicht gesehen. Das hat uns hinterher der Bundeskriminalamtsbeamte in der Hauptverhandlung gesagt, dass man ja nicht habe sehen können, dass es unten im Erdgeschoss, also im hölzernen Vorbau, die ganz klaren Beweise dafür gab, dass da was passiert ist, dass also dort was ganz heftig gebrannt hat, hat er gesagt, das konnte man nicht sehen, da war der Heizschlauch drüber. Also das, damit fing es schon an mit diesen Absurditäten. Dann wurde jetzt hakt es gerade bei mir. Weil das Feuer im ersten Stock angefangen habe, das haben wir frühzeitig widerlegt. Wir haben einen eigenen Sachverständigen gehabt, Roger Eid aus England, königlicher Brandleger, der Sachverständiger war für Brandsachen, der uns beraten hat und der hinterher auch in der Hauptverhandlung gehört worden ist, der klar gesagt hat, da unten war ein Brandausbruchsort und im ersten Stock, da wo man Molly hätte reinwerfen können, war ein zweiter. So, jetzt aber, die Feuerwehr kommt und die Polizei kommt. Und drei von den vier Grevesmühlenern stehen unten und haben, nachdem sie festgenommen werden, haben die typischen Brandlegerspuren im Gesicht, an den Augenbrauen, an den Händen. Ein weiterer steht ein bisschen weiter weg mit einem zweiten Wagen. Die Personen aus Grevesmühlen werden festgenommen. Sie werden befragt, woher sie ihre Brandlegerspuren haben. Die Rechtsmedizin stellt fest, dass die drei, die diese Spuren haben, sie alle innerhalb der letzten 24 Stunden erworben haben. Und nun war die Frage, wie kann das passieren? Und sie sind befragt worden, wie das passieren kann. Der eine hat seinen Hund verbrannt mit Haarspray und hat gesagt, der Haarspray habe zurückgeschlagen und dann sei er im Gesicht verbrannt worden. Der andere hat innerhalb derselben Zeit in sein Mofa hineingeguckt, ob da noch Sprit drin ist und hat mit dem offenen Feuerzeug da reingehalten, den Kopf drüber gehalten und dann kam da eine Stichflamme draus. Und der dritte hatte einen Ofen zu Hause und dieser Ofen wollte nicht richtig brennen. Er hat die Platte von diesem Kohleofen runtergenommen und hat da reingeguckt und ebenfalls ist da eine Stichflamme rausgekommen. Bei dem Hund immerhin gab es hinterher ein Ermittlungsverfahren. Das war Klein Adolf, der das behauptet hat, dass er dadurch seine Senkspuren erhalten hat. Ein Ermittlungsverfahren. Er wurde tatsächlich etwas später beim Amtsgericht Grevesmühlen wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz verurteilt. Man hat eine große Fläche, wo der Hund begraben worden sein soll, durchforstet, um an die Knochen des Hundes zu kommen, um zu verifizieren, dass es ein richtiges Alibi ja praktisch war für diese Verletzung. Und man hat auch Knochen gefunden, das waren Fischknochen, ist untersucht worden von der TU in von der Medizinischen Tierhochschule in Hannover. Das heißt, eine Absurdität hat wirklich die nächste gejagt. Stattdessen nimmt man Zaffern fest. Einen Tag später. Das BKA behauptet, er sei der Täter. Nochmal, er verhält sich wunderbar. Er erzählt auch was, aber es ist alles nicht verdächtig. Die Person, die ihn beschuldigt hat, wo man sowieso unklar sich darüber ist, ob er ihn richtig verstanden hat, stellt sich hinterher heraus, dass Klein Adolf, als er festgenommen wird, in seiner Habe einen Zettel hat, in dem derselbe Name steht wie der Name des Sanitäters, Herr L. Mag Zufall sein, wir haben so ein bisschen bezweifelt, dass es Zufall ist. Herr L. War damals ein begeisterter Paintball-Sportler, was damals noch was anderes bedeutet als vielleicht heute. Damals war Paintball die bevorzugte Sportart von Rechtsradikalen, die irgendwo im Wald rumgelaufen sind und sich gegenseitig mit Farbe abgeschossen haben. Wir haben im Rahmen des Prozesses frühzeitig, oder sagen wir mal so, im Rahmen der Haftprüfung, Zaffern hat ja 6 Monate in Haft gesessen, und wir haben mit der Begründung, mit dem Nachweis, dass er überhaupt gar nicht derjenige gewesen sein kann, dass der das Haus angezündet haben kann, mit derselben Begründung, wie wir auch bei der Haftprüfung argumentiert haben, ist später im Jahre 1997, 98 Zaffern freigesprochen worden. Er ist nicht freigesprochen, er ist freigesprochen worden, der Freispruch ist aufgehoben worden vom Bundesgerichtshof auf Initiative eines Nebenklagevertreters,
weil Safwan zunächst über Wochen keinen Besuch bekommen hat in der Haft. Und man liest es dann in den Akten, dass gesagt wird, jetzt können alle Familienmitglieder kommen. Wir gehen davon aus, dass er jetzt gestehen wird. Die Familie ist dann sehr umfangreich zu Besuch gekommen, aber man hat diese Besuche abgehört. Bei diesen abgehörten Besuchen hat die Staatsanwaltschaft durch einen BKA-Dolmetscher das, was dort gesagt wurde, übersetzen lassen. Und eine Übersetzung, die hinterher auch Eingang in die Anklage gefunden hat, war, dass Safwan bei diesen Gesprächen gesagt habe, oh Gott, vergib mir. Dieses oh Gott, vergib mir ist ja beim Landgericht Lübeck nicht eingeführt worden. Wir hatten widersprochen und haben gesagt, das sei, wenn die Familie sich trifft, so etwas Ähnliches wie der Schutz der Wohnung, die man und der Schutz der Familie, die man berücksichtigen müsste, das sei nicht verwertbar. Dem ist damals das Landgericht Lübeck gefolgt, aber der Bundesgerichtshof hat es aufgehoben und hat erklärt, das müsste geprüft werden. Darum ist es zum zweiten Verfahren vor dem Landgericht Kiel gekommen, mit einem Schwerpunkt auf diese abgehörten Gespräche. Und die nächste Unsäglichkeit war, dass der Sprachsachverständige und ein Tonsachverständiger zusätzlich, die wir dazugeholt haben, festgestellt hat, dass dieses »Oh Gott, vergib mir« in Wirklichkeit das Knarren der Tür im Hintergrund war. Es gab kein gesprochenes Wort. Das ist so irre, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber dass das als Mitgrundlage der Anklage hergehalten hat, obwohl einfach die Schlampigkeit, und zwar die bewusste Schlampigkeit in jedem einzelnen Punkt dazu geführt hat, dass etwas belastend gegen Safwan gewendet worden ist, der 6 Monate seines Lebens da in der Haft verbracht hat, der Jahre danach noch Probleme hatte, weil er immer von Polizei angehalten worden ist und gesagt worden ist, wir möchten Sie mal kontrollieren, Sie sind doch der Herr Eid. Das ist etwas gewesen, wo ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft sehenden Auges, wissend, dass Safwan nicht der Täter gewesen sein kann, jemanden verfolgt hat und insbesondere während des Prozesses ja selber irgendwann in Lübeck den Freispruch beantragt hat, gleichwohl die Revision geführt hat und sich völlig widersprüchlich verhalten hat. Um die Sache kurz abzuschließen, meine These war nach dem Prozess und ist es immer noch, ich glaube, dass den Verfolgungsbehörden bei diesem Brand etwas schiefgelaufen ist. Am ehesten ist es so, das hat Klein Wotenow in seinem Geständnis, umfangreichen Geständnis in der JVA Güstrow gesagt, dass er damit begonnen hat, nach Aussagen seines Abteilungsleiters, dass wenn die Sache aufgeklärt wird, dass ihm niemand vorwerfen können soll, er hätte nichts gesagt. Und dann hat er Dinge erklärt, die alle Täterwissen waren. Und die allerdings von der Staatsanwaltschaft und vom LKA immer damit beantwortet worden sind, jedes Mal, wenn er was gesagt hat und wenn ein anderer, der auch noch gestanden hat, was gesagt hat, dass sowohl der Staatsanwalt als auch der Leiter des LKA dorthin gefahren sind und danach die Geständnisse widerrufen worden sind. Das heißt, am ehesten glaube ich, weil es eine Aussage gab, dass Klein Wotenow 2 Wochen vorher angekündigt hat, dass er in Lübeck was anzünden werde, dass man gewusst hat, dass was passiert, dass man das nicht ernst genommen hat, dass man gleichwohl dann den Bewohner, den letzten geretteten Bewohner vom Haus verdächtigt hat und dass man irgendwann nicht mehr zurückkam. Ich glaube, man kann die Sache noch aufklären. Ich habe jedenfalls die Akten noch, ich habe sie irgendwann digitalisiert. Ich denke, da ist durchaus noch eine Möglichkeit drin. Aber ich habe den Eindruck, dass sowohl in Lübeck, und da komme ich wieder zu dem Verfahren Uriallo, weil mir das was klar gemacht hat, da hat die Staatsanwaltschaft immer gesagt, sie glaubt einfach nicht, dass sowas sein kann. Sie glaubt einfach nicht, dass Uriallo Polizisten einen Flüchtling anzünden können. In Lübeck war es so, dass niemand glauben konnte, dass auf Seiten der Verfolgungsbehörden Vertuschungen stattgefunden haben, um möglicherweise ein ganz grundlegendes Versagen nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Aber die These habe ich und ich glaube, dafür gibt es auch viele Anhaltspunkte. Soweit. Ja, danke für deinen Input. Für mich war es auf jeden Fall so, dass ich jetzt nochmal neue Fakten wirklich nochmal erfahren habe, einfach durch diesen kleinen Abriss, den du da gemacht hast. Ich würde vielleicht erstmal nochmal ganz kurz in die Runde fragen. Gibt es Nachfragen oder so? Und würde noch einmal ganz kurz den Chat angucken.
Nee, da ist noch nichts. Ich würde gern was sagen. Ja. Genau, also wir als Initiative kennen ja, also vertrauen ja auch immer viel auf Gabis Worte, auch rückblickend den Prozess auch zu beurteilen oder all die Geschehnisse. Und ich glaube, eine Sache, die vielen Leuten ja gar nicht bewusst ist, also die Stadt Lübeck hat sich ja gern auch oder präsentiert sich ja heute immer noch als weltoffenes Lübeck, als Zentrum des Tourismus etc. Und der Brandanschlag in Lübeck reiht sich ja ein in eine gesamte Reihe von rechter Gewalt, die in den 90er Jahren in Lübeck stattgefunden hat. Und deswegen, also sage ich mal, aus meiner Generation ist es immer noch so, die geprägt ist von der Aufklärung oder nein, den Aufploppen der NSU-Morde und rechter Gewalttaten in den vergangenen Jahren. Stellt man sich wirklich die Frage, wie kann es sein, dass es so eine Reihe an rassistischer Gewalt in Lübeck gab, auch schon im Vorfeld? Also die Synagoge in Lübeck hat 1994 gebrannt, 2 Jahre vorher. Und trotzdem war es quasi so, als ob die Stadt kein Klima rechter Gewalt zulässt oder als ob es so komisch wäre, dass rechte Gewalt in Westdeutschland passiert. Also ich habe mal einen Bericht gelesen von einem Kriminologen von 98, der sagt halt, der Brandanschlag ist quasi das Vorzeigeobjekt rassistischer Gewalt in Westdeutschland. Und trotzdem, weil Gabi vorhin angesprochen hat, es wird eine falsche Wahrheit erzählt. Es ist ja bis heute das Storytelling, dass die rechte Gewalt primär in Ostdeutschland stattgefunden hat. Und Lübeck ja genau das Gegenteil auch beweist. Also wenn man, wir sind als Initiative auch in Antifa-Recherchematerial aus den 90ern gegangen, die 15 Tote auflisten in den gesamten Jahren in Lübeck und nicht nur die 10 aus der Hafenstraße. Und ich glaube, Gabi ist eingefroren, oder? Kommt mir das so vor? Bei Dann mir ist sie auch nur ein hier bisschen. eingefroren. Naja. Bei mir auch ein bisschen, aber vielleicht geht's auch gleich wieder. Genau, und ich meine, wenn man das jetzt nochmal sich anhört von dem, was Gabi gesagt hat, also auch mit den Thesen, mit da wurde grundlegend was eventuell, also da wurde was verheimlicht oder man ist Beweisen nicht, Indizien nicht nachgegangen oder Dingen, die man vorher gehört hat, dass da was passieren kann. Da muss man sich doch heute die Frage stellen, wie kann das wirklich sein, wenn, oder wie kann das sein, es ist ja einfach alles passiert, ne? Aber dass man das Storytelling darüber nicht nochmal anders prägt. Und deswegen ist es auch total wichtig, dass wir heute nochmal auch darüber reden, um zu sagen, der Kampf um die falsche Wahrheit, wie Gabi es vorhin genannt hat, den kann man auch durchaus nochmal führen. Naja, vielleicht, ich will nicht vom Thema abweichen und das wäre vielleicht mal Stoff genug für eine eigene Veranstaltung, aber Schleswig-Holstein, Hamburg und das nördliche Niedersachsen waren seit den 70ern eigentlich die Zentrale für militante, bewaffnete Nazi-Gruppen. Von hier aus ist so viel entstanden, was später auch bundesweite Auswirkungen hatte, und zwar auch an bewaffnetem Kampf. Lübeck war in den 80ern und den frühen 90ern eine Hochburg von Nazi-Skinheads. Ich kann mich erinnern, ich wohne seit 86 in Kiel, ich kann mich erinnern, wie oft wir nach Lübeck mussten, weil da Leute angegriffen worden sind, weil es Übergriffe gab, weil es da Konzerte gab. Und nach außen hin ist das immer abgeleugnet worden. Nach außen hin hat man immer das Theater gespielt von der liberalen Stadt. Das traf aber einfach nicht zu. Und dann vielleicht hier anknüpfen an das, was Gabi gesagt hat. Wir haben ja viele Jahre lang den Prozess zum NSU gemacht. Und da gibt es ja sonst was an Thesen vom tiefen Staat und so weiter. Aber der Kern dessen, was ich nach meiner Einschätzung da drin sehe, ist, dass wir einen losgelösten Verfassungsschutz hatten, der das höchste Ziel war, wir müssen unsere Quellen schützen, wir müssen weiterhin Informationen haben, wo man auch gesagt hat, naja, wenn die losziehen, wenn da Leute losziehen und jemanden umbringen, das ist nicht so schlimm, als wenn uns unsere Quellen verloren gehen. Und irgendwann hat man gemerkt, was da passiert ist und konnte natürlich überhaupt nicht mehr zurück. Es gab dann keine Möglichkeit mehr zu sagen, oh, das ist unsere Faktenlage. Oh, das ist passiert. Weil dann hätte man ja zugeben müssen, dass man sehenden Auges das zugelassen hat. Und ich glaube,
so eine Normalität gepaart mit dem, was wir institutionellen Rassismus nennen, ist deutlich gefährlicher und nachhaltiger, als wenn das hier, als dass manche verschwörungstheoretische Muster sein können. Denn das ist die Normalität und daran will niemand etwas ändern. Gabi ist tatsächlich weg. Ja. Hört ihr mich noch? Stimmt, ja. Hören tun wir dich. Das Bild ist irgendwie eingefroren, aber solange du uns hören kannst, ist doch erstmal gut. Ja, ich höre euch noch. Okay, gut. Axel, also du hast es jetzt gerade schon kurz gesagt, ne, zum Thema V-Leute und mit was für der Intensivität der Staat eigentlich dabei ist, ne, und vor allen Dingen dieser Verfassungsschutz, der sich jeglicher Kontrolle irgendwie auch selbst in diesem bürgerlichen Staat entzieht. So. Und deshalb wollte ich nochmal fragen, ob du vielleicht jetzt an dieser Stelle nochmal einen kurzen Abriss machen könntest zu deinem Job in der Nebenklage im NSU-Prozess und ruhig auch mit dem, was findest du persönlich da irgendwie am interessantesten zu sagen? Ja, schwierig zu sagen, weil das gibt natürlich sehr, sehr viele Aspekte. Ich will das mal ein bisschen auf der Ebene lassen, die jetzt von Gabi eingeschlagen worden ist. Ich nehme mal etwas vorneweg, weil vielleicht muss man dazu nicht nur als Rechtsanwalt, Strafverteidiger und Nebenklagevertreter sagen, sondern auch als aktiver Antifaschist. Das war ein paar Jahre, bevor das losgegangen ist mit dem NSU, als in Österreich diese Briefbomben losgingen, ist ein antifaschistisches Buch rausgegeben worden, in dem hatten wir eingeschätzt, dass so etwas, was dort passiert ist, in Deutschland nicht passieren könnte, weil die ganze Szene von V-Leuten durchsetzt sei. Das hat sich als grob falsch, als falsche Einschätzung herausgestellt. Wir waren zwar damals ziemlich radikal, aber wir waren in unserem Denken nicht radikal genug. Das kann gerade passieren, weil... Wir konnten uns tatsächlich nicht vorstellen, dass der Verfassungsschutz Sachen so beobachtet und trotzdem geschehen lässt, obwohl das in der Vergangenheit ja auch schon passiert war. Nun gab es in Jena diese Szene und diese Szene ist immer stärker geworden. Es war die Jena-Kameradschaft, es gab den Thüringer Heimatschutz, der angeleitet war von einem Verfassungsschutz-Zuarbeiter, Tino Brandt. Die haben sehr starke Arbeit gemacht, haben sich in den Nazi-Organisationen, ich will das nicht zu sehr vertiefen, aber in einem Netzwerk, was in Westdeutschland schon 20 Jahre gearbeitet hatte, zu dem Zeitpunkt lief das unter GDNF, gegründet von Michael Kühnen und als zweiter Mann Christian Worch. Da haben die sich hochgearbeitet, die haben sich bekannt gemacht, indem sie zum Beispiel einmal einen Rudolf-Hess-Marsch quasi illegal organisiert hatten in Rudolstadt. Sie konnten von der Stelle weg zwischen 60 und 100 Leute organisieren, die waren richtig gut und haben sich immer stärker radikalisiert. Und es waren in dieser Szene, in dieser Organisation insbesondere die V-Leute des Verfassungsschutzes, die fortwährend die Radikalisierung vorangetrieben haben. Es war eben Tino Brandt, der Bücher zu dem Thema besorgt hat, richtige Anleitungsbücher aus der Schweiz, wie führe ich Guerillakrieg, der die Diskussionen verschärft hat. Es waren V-Leute, die die Kommunikation im Internet organisiert haben. Es waren V-Leute, die das alles zugespitzt haben. Und in Jena, die Gruppe radikalisierte sich, diskutierte, das haben wir im Prozess ja auch nachweisen können, diskutierte ganz klar den Übergang zum bewaffneten Kampf, machte schon Aktionen, wo sie auch mit Sprengstoff rumgespielt haben, also wo einmal eine Bombe platziert worden ist, die halt nicht scharf gemacht war und hatte auch gar keine Probleme, alles zu bekommen. Also die wollten Sprengstoff, dann haben sie einen Kameraden von Blood and Honor in Sachsen gefragt, der hat dann sofort Sprengstoff besorgt, jemand anders hat das besorgt, das war alles kein Thema und es war so durchsetzt von V-Leuten, dass alle
all diese Aktivitäten dem Verfassungsschutz bekannt gewesen sein mussten. Als es dann zu Festnahmen kommen sollte, hatten die schon ihr Abtauchen vorbereitet. Abtauchen muss man in Anführungsstrichen setzen, denn die sind einfach umgezogen. Die sind nach Chemnitz gezogen, haben da eine Wohnung bekommen. Das hat die Chemnitzer Sektion von Blatt & Anna für sie organisiert. Die haben ihnen zunächst eine kleine Unterkunft besorgt. Die haben ihnen Geld besorgt. Die haben ihnen Leute besorgt, die unter ihrem Namen für sie neue Ausweise besorgt haben. Und nach einiger Zeit haben sie dann angefangen, Banküberfälle zu machen, noch in Chemnitz. Dann konnten sie sich auch eine größere Wohnung leisten. Das war alles kein Problem. Da ist auch tatsächlich Geld geflossen. Es hat sich herausgestellt, das ist nicht hundertprozentig klar geworden, dass ein größerer Betrag aus der Sektionskasse von Blatt & Anna gefehlt hat, später wieder zurückgekommen ist, wahrscheinlich aus Bankräuben. Die sind dort also gut aufgenommen worden. Als die ihre ersten Überfälle begonnen haben, haben sie auch schon ziemlich früh Schusswaffen eingesetzt. Diese Waffen haben sie auch über diese Kontakte bekommen. Und da waren ständig in der Umgebung V-Leute der verschiedenen Landesämter für Verfassungsschutz beteiligt. Und das muss dort aufgelaufen sein. Und man hat sie nicht festgenommen, weil man das nicht wollte. Zu dem Zeitpunkt hätte das einfach Quellen unter Umständen auffliegen lassen. Und lieber hat man dann keine Informationen an die zuständige Polizeistellen gegeben. Lieber hat man das einfach ausgesetzt. Und das hat man gehen lassen und weiterlaufen lassen. Und es mag da einfach den Moment gegeben haben, an dem man nicht mehr zurück konnte, wo dann so viel passiert war, dass klar war, das kann man nicht aufklären. Und ab dem Moment hat man dann nur noch sabotiert. Ich will einen Sprung machen, weil der auch wichtig ist. Wahnsinnstheorien und wirklich schlechte Arbeit bei der Polizei. Die Polizei hat immer später vertreten und gerechtfertigt, warum haben sie gegen die Familienangehörigen ermittelt. Das macht man immer. Der größte Prozentsatz von solchen Taten sind eben Taten im bekannten Kreis. Deswegen müssen wir das ermitteln. Es gibt eine wunderschöne, es ist keine Anekdote, weil es tatsächlich so war, eine wunderschöne Geschichte. Eine der Betroffenen, die Ehefrau eines Ermordeten, hat in einer Polizeibefragung, das ist auch protokolliert worden, irgendwann gesagt, dann bin ich also mit einer Waffe, dann habe ich also mit einer Waffe meinen Mann umgebracht aus Eifersucht und um das zu tarnen, bin ich schon vorher an drei anderen Orten im Bundesgebiet gewesen und habe da auch Leute erschossen mit dieser Waffe, um das besser zu tarnen. Glauben Sie das wirklich? Und ich meine, mit dieser Äußerung hat sie einfach das gesagt, was jeder Kriminologe und jeder intelligente Kriminalbeamte sagen würde. Diese Regelung mit, man sucht im Bekanntenkreis, im Familienkreis, die gilt niemals für Serientaten, weil es keinen Sinn macht. Egal, in der ganzen Bundesrepublik, an jedem Ort ist so argumentiert worden und ist im Umfeld der und ist gegen die Angehörigen ermittelt worden. In jedem Fall gab es eine solche Ermittlung. Das ist völlig irre und ich kann nur sagen, das kann ich mir nicht anders erklären, als dass die Ermittlungen der Polizei grundlegend, weil es so trainiert wird, weil es so gelehrt wird, rassistischen Vorurteilen folgen. Das ist das eines der Sachen, die ich struktureller Rassismus nenne, dass die einfach in der Form arbeiten, obwohl es keinen Sinn macht. Und sie haben später, das vielleicht noch als letzte Geschichte, als zum ersten Mal dann ein Polizeibeamter, der extra eingesetzt worden ist aus Bayern, gesagt hat, Leute, das müssen Rechte sein, schaut euch das mal an, war eine der Bemerkungen, weil es zum Zeitpunkt der Europameisterschaft war, ja, und das veröffentlichen wir jetzt. Und dann wird kurz vor der Europameisterschaft gesagt, hallo, nach Deutschland könnt ihr nicht gehen, da fahren Nazis in der Gegend rum und bringen Ausländer um. Und das glaube ich auch. Das war der Grund, warum man dann auf keinen Fall solchen Theorien gefolgt hatte. Das wollte man nicht.
Ich finde, wir sind, ja, ich finde, wir sind auch schon total drin in diesem, naja, was sind bei diesen Höhepunkten rassistischer Gewalt eigentlich die Parallelen? Ne? Axel, du hattest es gerade gesagt, ne? Erst wie das jetzt zum Beispiel auch mit, wie das anfangs mit Blood and Honor, wo NSU raus entstanden ist, aber jetzt auch mit Combat 18 zum Beispiel der Fall ist, der Verfassungsschutz will da die ganze Zeit dranbleiben, um angeblich ein Auge zu haben und irgendwann ist so viel Scheiß passiert, dass man eigentlich nur noch vertuschen, vertuschen, vertuschen kann. Das zusammengepaart mit einer rassistischen Polizeiarbeit. Und genau, da wäre jetzt die Frage, was gibt es da noch zu beobachten, was bei sowohl bei NSU als auch bei Hafenstraße total ähnlich gelaufen ist. Wollen wir mal auf die Staatsanwaltschaft und ihre Rolle kommen? Es ist ja nicht nur die Polizei, sondern es sind ja, das zieht sich durch, das ist ja das Verrückte. Wenn, also Axel, wenn wir jetzt Staatsanwälte wären, was ich mir ja schlecht vorstellen kann, aber mal angenommen, dann gucken wir doch drauf, ob Ermittlungen vernünftig und sinnvoll und erfolgsorientiert, nicht im Sinne von irgendeinem vorgegebenen Erfolg, sondern im Sinne von was ist das eigentlich und nicht. Eine solche Kontrolle hat einfach nicht stattgefunden. Ich weiß ja nicht, ich stecke im NSU-Thema nicht so drin, aber ich habe hier den Krimi von Dings gelesen. Also ich stelle mir einfach Vorlauf. vor, genau, gerade was du sagst, Schlimmes Ding. aber interessant, aber was du sagst, dass auch die Ermittlungsarbeit so schlecht gemacht wird, da frage ich mich eigentlich. Das sind ja Leute, die das gelernt haben, die auch denken können. Und die wissen, das müsste eigentlich die Lehre sein, in der Strafprozessordnung steht, man muss immer beide Seiten sehen, man muss immer gucken, wo man irgendwie einen Zipfel kriegt. Und also gerade in Lübeck sind ihnen die Tatverdächtigen, die wirklich Tatverdächtigen, auf dem Präsentierteller haben die sich selber übergeben sozusagen. Und gibt es bei NSU entsprechende Entscheidungen, wo man sagen kann, es gibt von einem Tag auf den anderen etwas, wo umgeschaltet wird. Und zwar umgeschaltet, um dann nicht das, was einen eigentlich richtig anguckt, wo man sagen muss, das ist doch der Punkt, wo ich weiter ermitteln muss. Die Staatsanwaltschaft ist die Herrin des Verfahrens, dass da zumindest auch in den Akten sich was findet, wo eine Staatsanwaltschaft sagt, ihr müsst mal in eine andere Richtung gucken und nicht nur irgendein Kriminalbeamter sagt, vielleicht müssen wir nach rechts gucken. Also, meine zwei Mandanten waren ja aus Köln, waren Opfer von dem Bombenanschlag auf die Kolbstraße. Und diese Ermittlungen beginnen damit, dass verschiedene Beamte, die früh am Ort waren, Berichte schreiben. Und es sind zwei Beamte dabei, die kennen die Kolbstraße und waren da wegen anderen Sachen früher schon. Die Kolbstraße, das muss man sich ein bisschen vorstellen, das war eine runtergekommene Gegend. Da gab es eine Fabrik, die hat irgendwann zugemacht. Die ganzen kleinen Häuser waren billig zu haben, sind gekauft worden von Migranten, von größtenteils türkischstämmigen Migranten, die da ihre Geschäfte gemacht haben, die da gewohnt haben. Und dann ist auf einmal über die Jahre diese Gegend sehr lukrativ geworden. Da sind Filmproduzenten Viva und so weiter hingekommen. Und am liebsten hätte man eigentlich die ganze Gegend in ein kreatives Stadtteil umgewandelt, ohne diese ganzen kleinen Läden. So. Das war die Ausgangssituation. Die Stadt Köln hätte sehr gern die ganzen Leute da weggehabt und hätte da das große Kunst-Künstler-Medienzentrum gemacht und das erweitert. Das war aber nicht möglich. Die waren nämlich störrisch und die Geschäfte gingen eigentlich auch ganz gut. So, das ist die Kolbstraße. In der Kolbstraße gab es kurdische Aktivisten. Da hat die Polizei ermittelt wegen PKK. Da gab es
türkischstämmige Aktivisten mit einem den Grauen Wölfen naheliegenden Lokal, in dem Friseursalon, wo die Bombe hochgegangen ist, hat sich irgendwie auch ab und zu mal im Jahr jemand die Haare schneiden lassen, der den Hells Angels zugerechnet wurde. Insofern kamen also Polizeibeamte, die solche Kenntnisse hatten, und haben in den ersten Bericht reingeschaut, also Keubstraße, was gibt's hier alles? Da vorne sind die Kriminellen, da sind die Kriminellen, hier sind die, hier sind die. Und das haben sie reingegeben. Dieser Bericht war auf einmal Ausgangspunkt für die Ermittlungen. Dann kam es noch dazu, dass ja Herr Schilly da war, jetzt muss er sehr vorsichtig sein, dass der einen nicht verklagt. Jedenfalls hat Herr Schilly eine Erklärung abgegeben, nach der er gesagt hat, nach dem, was der Polizei vorliegt, schließen wir einen rechtsradikalen oder einen rechtspolitisch motivierten Anschlag aus, nach vorläufiger Betrachtung. Er war da ganz vorsichtig, aber er hat schon ein bisschen eine Stoßrichtung zugegeben. Und ab dem Moment ist eigentlich nur noch ermittelt worden in Richtung der Strukturen, die den zwei Beamten vorher schon aus anderen Ermittlungen bekannt waren. Und man hat die Überlegung, dass das ein rassistisch motivierter Anschlag sein könnte, völlig weggelassen. Wir saßen im Prozess und haben uns dann einfach die Ermittlungsakten vom Anfang angeschaut, haben die Bilder angeschaut, die Sprengwirkung, Luftbilder. Die haben ja da einen immensen Ermittlungsaufwand gemacht, mit Hubschraubern drüber geflogen und so weiter. Und wir saßen im Saal und haben uns gegenseitig angeschaut und haben alle gesagt, bei der Vernichtungskraft, wie konnte einer auf die Idee kommen, dass dieser Anschlag durch jemanden aus der Straße gemacht worden ist? Der hätte sich ja selbst gefährdet. Es war völlig, diese Überlegung, diese Kontrollüberlegung ist nie gemacht worden. Ich habe diese Akten durchgeschaut von hinten nach vorne. Es gab nie einen Staatsanwalt vor Ort, einen Polizeibeamten oder jemand aus dem Bund, BKA oder sonst was, der gesagt hat, Leute, das kann doch gar nicht sein, die hätten sich ja selbst gefährdet. Das sollte nachmittags stattfinden, es war ein warmer Tag im Juni. Die Bombe ist offensichtlich mit etwas Verspätung gezündet worden, weil da vorher noch ein Polizeifahrzeug war. Man hat dann gesehen, die sind erst noch in die Ecke gegangen, haben gewartet, kamen dann. Das war eine Zeit, da wären die Kinder alle von der Schule oder sonst was gekommen. Auf die Idee zu kommen, dass das jemand war von den Leuten, die da wohnten, war abwegig. Trotzdem hat niemals jemand diese Kontrollüberlegung gestellt. Und wie gesagt, die Überlegung, die Einschätzung von einem Profiler, der gesagt hat, das müssen eigentlich Rechtsradikale gewesen sein, ist nach Jahren gekommen, alles in dieser sogenannten BAO Bosporus, wo der Name schon zeigt, dass man nur in eine Richtung ermittelt hat. Der Name ist ja schon ein rassistisches Vorurteil. Und die haben ja immense Ermittlungen gemacht, in die Türkei gefahren, nach Holland gefahren und. Dieser Beamte war der Erste und das ist sofort abgewürgt worden, weil das wollte man gar nicht hören. Und da muss man schon mal sagen, in Köln wollte niemand, weder von der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft noch von der Stadtverwaltung, niemand wollte oder alle hätten vieles getan, um zu verhindern, dass festgestellt wird, das war ein rassistischer Anschlag, weil man diese Bürde nicht auf der Stadt haben will, weil man nicht diesen schlechten Ruf haben will. Und das ist etwas, was in allen Städten, in allen Gegenden war. Man will das nicht zugeben, dass das Nazis gewesen sein könnte, weil dann müsste man ja zugeben, dass es in der Stadt eine Nazi-Struktur gibt. Dann müsste man ja zugeben, dass es im Land oder im Bund eine bewaffnete Nazi-Struktur gibt. Und das zu bestreiten, war das Wichtigste in diesen ganzen Ermittlungen. Was ja bis in die Anklage und bis ins Urteil durchgehalten wurde. In der Anklage stand eine kleine, isolierte Gruppe mit wenigen Unterstützern. Deswegen waren es auch nur die drei,
Und nicht, man hätte ja alle fünf anklagen können, aber dann hätte es ja weiterhin eine Gruppe gegeben. Dann hätte man ja zugeben können, so wie wenn man gegen Linke ermittelt, sagt man ja immer, die drei mit weiteren unbekannt gebliebenen. Das ist ja der Standardsatz. Hier war es einem ganz wichtig zu sagen, nein, das waren nur drei mit Unterstützern, die gehörten nicht zur Gruppe. Das hatte ja sogar zum Ergebnis, dass gegen Beate Zschäpe, die eingesessen hat, keine Haftbedingungen, keine verschärften Haftbedingungen waren, weil die Gruppe gab es ja nicht mehr. Sie waren nur zu dritt, zwei waren tot, also war sie allein. Ja, Beate Zschäpe hatte Normalvollzug, während die Genossen der TKPML in ISO-Haft waren, ne? Teilweise im gleichen Knast. Ja. Genau, und dann, Normalvollzug dann, hatte sie auch nicht, sie hatte schon ein paar Sonderauflagen. Sicherheitsverwahrung, aber, obwohl, nee, das kommt ja dann nach, stimmt. Nein. Ja. Nee, auf jeden Fall kommt dann, also das ja zum einen, und dann am Ende 2018 wurde ja das Urteil gesprochen, ne, das mündliche, und dann kommt sowas bei raus wie, okay, eine Zschäpe kriegt lebenslänglich, aber der André Eminger ja zum Beispiel irgendwie 2 Jahre und noch was und kann dann bei der Urteilsverkündung unter Jubel der Neonazis schon den Gerichtssaal verlassen, ne? Aber das, die Revision ist noch nicht abgeschlossen. Ja. Ja, bleibt das spannend. Aber das war ja schon mal, ne, also nur um das einmal gesagt zu haben. Also, was ist das denn, wenn so ein André Eminger nach irgendwie 2 Jahren und ein paar Monaten bei der Urteilsverkündung direkt den Saal verlassen kann unter seinen jubelnden Kameraden? Was ist das denn, wenn nicht eine Aufforderung an alle Neonazis, weiter zu morden, weil man ziemlich glimpflich davonkommt? Und so ist es dann ja auch gekommen mit 19.02. Hanau oder auch Halle. Das ist ja das Resultat davon, wenn Neonazis merken, so glimpflich kommt man für sowas irgendwie davon, ne? Naja, und die öffentliche Geschichte, die dazu erzählt wird, ist dann, ja, es gibt Neonazi-Einzeltäter, die morden, ja, aber Strukturen oder Gruppierungen werden ja immer noch nicht wahrgenommen. Das stimmt. Das ist total interessant. Und das zieht sich auch durch, zum Beispiel hier zum Thema Combat 18 und so. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja geschrieben, dass Radikalisierungstendenzen innerhalb der Neonazi-Szene nicht notwendigerweise die Gesamtorganisation betreffen müssen. Ne? Also wir halten nochmal fest, Combat 18, bewaffneter Neonazi-Arm von Blood and Honor, und dass die Möglichkeit bestünde, dass sich Einzelpersonen durch die Ideologie von C18 so weit indoktrinieren lassen, dass sie mit schweren rechtsextremistischen Gewalttaten in Erscheinung treten. Also, ne? Da liefert ja der Verfassungsschutz schon die Erklärung für die nächsten Neonazimorde, die aus organisierten rechtsterroristischen Kreisen heraus geplant und durchgeführt werden. Wie das dann in der Öffentlichkeit, sage ich mal, das Wording oder so, ne, dazu. Also sie liefern das Wording, warum man solche Taten später auch wieder als Taten von Einzeltätern bezeichnen, genau, kann, obwohl sie organisiert sind. Und das im Vorhinein, genau. Würde ich dir in ein paar Sachen schon widersprechen. Ich finde, man muss da auch vorsichtig sein. Also André Eminger ist eine wirklich eine heikle Angelegenheit und eine schwierige Angelegenheit. Ich glaube auch, ich fand es abwegig, dass er nur wegen Unterstützung angeklagt worden ist. Aber der eine Punkt, für den er angeklagt war, nämlich Beihilfe zu einem Bombenanschlag in Köln, nämlich auf einen kleinen Lebensmittelladen, der war schon mehr als 2 Jahre vor dem Urteil eigentlich so weit, dass klar war, dafür kann man nicht verurteilen. Da haben die Beweise einfach nicht ausgereicht. Okay. Das muss man auch mal sagen. Ich glaube, mit der Anklage, die es gab, und das war für uns ja ganz schwierig, weil wir anfangs lange diskutiert haben, ob wir hier überhaupt Nebenklage machen können, ob wir nicht mit der Nebenklage eine offensichtlich falsche Anklage legitimieren. Und da haben wir uns dann entschieden zu sagen, das nehmen wir in Kauf, damit wir wenigstens im Prozess versuchen können, gewisse Aufklärung noch zu machen. Aber in Bezug auf Eminger war einfach die Anklage falsch und das war zum Scheitern verurteilt. Eminger hat Bönhard, Mundlos und Zschäpe kennengelernt, als sie von Jena nach Chemnitz gekommen sind. Sie sind nach Chemnitz gekommen, sind da bei Leuten untergetaucht von Blood and Honor. Und
Emminger war sehr jung, war mit der befreundet und war deswegen immer am Wochenende auch in der Wohnung und hat da Zschäpe, Bönhardt und Mundlos kennengelernt. Er muss sofort mitgekriegt haben, dass sie abgetaucht waren, dass es gegen sie Ermittlungen wegen Sprengstoffanschlägen kriegt und hat sie ab dem Moment gekannt. Und dieses Kennen zog sich bis zum Ende, wo er ja noch Beate Zschäpe weggefahren hat, nachdem das Haus angezündet worden ist. Und dass man dann nicht gesagt hat, klar, der ist, wenn wir haben ja immer vertreten, die kriminelle Vereinigung ist schon vorher in Jena gegründet worden. Die haben vorher schon Aktionen gemacht, strafbare Aktionen aus ihrer Kameradschaft Jena. Die haben diese Bombenattrappe gelegt, die haben ähnliche solche Sachen gemacht, das war strafbar. Sie haben auch zu dem Zeitpunkt, davon sind wir überzeugt, auch schon mal eine Flüchtlingsunterkunft ausspioniert. Also eine Vereinigung mit dem Ziel, Straftaten zu begehen, war diese Kameradschaft Jena schon vorher. Aber spätestens mit dem Moment des Abtauchens, wo sie dann auch Geld brauchten, sich bewaffnet haben, war es das. Das hat er, in der Zeit hat er ganz viel Zeit mit ihnen verbracht. Und das hätte man dann als Mitgliedschaft anklagen können. Und dann wäre die Situation eine ganz andere gewesen. Ja? Hat man aber nicht gemacht. Und die. Ja? Sag weiter, ich hab gleich eine Frage an euch. Ja. Sorry. Und im späteren Verlauf war es so, dass für den konkreten Vorwurf die Beteiligung an dem Bombenanschlag in der Propsteigasse es halt nur wenige Indizien gab. Und das war schon lange vorher völlig klar, dass das nicht ausreichen würde. Insofern war es umso absurder, dass Emminger von dem Senat in Untersuchungshaft genommen worden ist nach dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft, obwohl eigentlich klar war, dass er für den größten Teil nicht bestraft werden kann. Das Urteil jetzt, und dann bin ich auch gleich fertig mit dem Teil, das Urteil jetzt ist eigentlich irre hoch, wahnsinnig hoch. Der Senat hat gesagt, er wusste gar nichts von dieser terroristischen Vereinigung NSU. Das Einzige, was ihm vorzuwerfen ist, dass er zu einem späten Zeitpunkt denen diese zwei Bahncards gegeben hat, mit denen sie mit der Bahn verbilligt rumfahren können. Das ist die einzige Unterstützungshandlung, die er gemacht hat. Und dafür kriegt er 2,5 Jahre. Das ist das Absurde, dass man ihn quasi komplett entschuldigt und sagt, die ganzen Jahre vorher hat er nichts mitgekriegt von diesen Aktivitäten und dass die strafbare Handlung machen, dass die solche Aktionen machen. Er, derjenige, der zu Hause an seiner Wand wie ein Schrein eine Kohlezeichnung von Mundlos und Bönhardt hat, mit Runen verziert und sie offensichtlich vergöttert. Das ist wirklich absurd und da an der Stelle, wir konnten ja keine Revision machen, die Bundesanwaltschaft hat sie gemacht, an dieser Stelle halte ich das Urteil auch einfach für richtig falsch und schlecht. Okay, Axel, danke nochmal für diese Erläuterung zum Thema Emminger. Das Gericht hat ja dann auch irgendwie gesagt, dass diese ganzen anderen Vorwürfe nicht haltbar sind. So, ne? Okay, danke dazu, da habe ich wieder was Neues gelernt. Jana, vielleicht dann erstmal jetzt. Genau, also ich nehme mal quasi Axels Input als Gedankenanregung jetzt. Also weil Gabriele hatte ja vorhin gesagt, naja, ich habe die jetzt Fall Hafenstraße, ich habe die Akten digitalisiert und ich bin bereit, wenn da nochmal ein Prozess losgehen würde. Das wäre doch durchaus nur möglich, wenn man wieder wegen Mord ermittelt. Oder? Also weil Axel hatte gerade auch Verjährungen angesprochen im Bereich von NSU, im Fall von Emminger und rückblickend auf den Fall Hafenstraße, das ist ja eine Frage, die könnt ihr wahrscheinlich beide beantworten, wären nur noch Mordermittlungen möglich. Und ich meine, wenn man sich jetzt das anschaut, was Axel erläutert hat, du hattest ja auch angesprochen, es gab 4 Tatverdächtige, 3 wurden davor kontrolliert, also es wäre ja dann auch die Gruppe, die hier im Fokus stehen müsste. Ja,
Also erstmal, ich glaube, auf der Ebene von strafrechtlichen Ermittlungen wird man zurzeit nichts. Darum finde ich die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss richtig. Die Akten haben nicht nur der Staatsanwaltschaft und den Gerichten vorgelegt, sondern auch dem Justizminister, dem damaligen von Schleswig-Holstein. Und auch der danach folgenden Justizministerin, einer Kollegin. Ich weiß nicht so genau, was da abgelaufen ist, aber niemand von denen wollte in irgendeiner Weise ran, sondern haben immer versucht, uns zu beruhigen und zu sagen, ist schon alles richtig gelaufen. Nichts ist richtig gelaufen. Es stimmt einfach nicht, was da gesagt wird. Mich interessiert der Untersuchungsausschuss und ich glaube, der Untersuchungsausschuss, der eben mit allen prozessualen Rechten ausgestattet ist, kann dann auch die Personen hören, weil so ein Strafprozess, das sagt erstmal nur Schuld oder Unschuld von irgendwelchen Angeklagten. Ein Untersuchungsausschuss kann auch das Umfeld beleuchten. Und mir scheint, dass die Umfeldbeleuchtung zum wirklichen Herausfinden dessen, was damals passiert ist, ungeheuer wichtig ist. Strafprozess gegen eine konkrete Person ist nicht unbedingt dazu da, eine Sache vollständig aufzuklären, sondern da ist eben nur für die konkrete Person aufzuklären, was notwendig ist, nicht mehr. Das darf man, glaube ich, auch nicht überfrachten. Untersuchungsausschuss finde ich eine richtig gute Forderung und glaube auch, das hat was damit zu tun, dass von der politischen Seite in Schleswig-Holstein ich finde es toll, dass Herr Boutelier zum Beispiel den Aufruf mit unterschrieben hat. Ich finde sowieso, dass er sich auch damals ganz hervorragend verhalten hat, dass er ernsthaft Empathie gezeigt hat und sich wirklich sehr, sehr ordentlich, auch hinterher bei der Frage des Bleiberechts, sehr, sehr ordentlich und honorig verhalten hat. Also ich glaube, es braucht einen Untersuchungsausschuss, weil es nicht nur eine strafrechtliche Frage ist, sondern eine politische. Und wenn ich nochmal einmal zurückgucken darf, was zu berücksichtigen ist, es ist seit 90 oder spätestens seit 91 mit Beginn dieser ganzen Brandanschläge doch etwas auch im Apparat geschehen, was man vielleicht erst mit klarem Blick beobachten kann, seitdem es diese NSU 2.0 sich gemeldet hat und wo wir geradezu springflutartig an allen möglichen Ecken, wenn man mal guckt, was so in der Presse steht, dass in allen möglichen Ecken innerhalb von der Polizei, aber auch innerhalb der Bundeswehr, innerhalb der KSK, was auch immer, absolut rechtsradikale Tendenzen, rechtsradikale Meinungsäußerungen, aber auch Taten aufploppen. Und wenn man das versucht, so ein bisschen vom Hintergrund her zu sehen, wir haben ab 90 eigentlich eine Diskussion um die Abschaffung des Asylrechts gehabt. Axel, du erinnerst dich, Zimmermann. Zimmermann war damals derjenige, der das Ausländerrecht und das Asylrecht neu ordnen wollte. 1993 haben wir die faktische Abschaffung des Asylrechts mit der Drittstaatenregelung. Wer also über einen dritten Staat kommt, kriegt hier kein Asyl gehabt. Wir haben einen Entwurf des Ausländergesetzes von diesem doch rechtsradikalen Zimmermann, muss man mal sagen, gehabt, der in diesen Entwurf hat reinschreiben lassen, dass das Ausländerproblem, wie es Anfang der 90er genannt wurde, zuvörderst auch ein Umweltproblem sei. Solche Dinge standen tatsächlich in Entwürfen für Gesetze mit drin. Das zeigt, dass nicht nur auf der Ebene von irgendwelchen sich organisierenden Nazis, sondern im Staatsapparat selber ein Gedankengut sich entwickelt hat, was, so scheint es mir, sich bis in die Zeit von NSU bis in die heutige Zeit weiterentwickelt hat und die sich im NSU 2.0, das ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt, das ist ja auch nur die Spitze des Eisberges, fortsetzt und zeigt. Das bedeutet, ein Untersuchungsausschuss für Schleswig-Holstein müsste das berücksichtigen, was du vorhin, Axel, auch gesagt hast. Wir haben gerade in den 90er Jahren in Norddeutschland einen Kernpunkt von Organisierung von Rechtsradikalität mit zum großen Teil Wegsehen der staatlichen Stellen gehabt. Vielleicht eines noch. Ich würde dir vollständig zustimmen, aber das hat noch früher begonnen. Zum einen muss man sagen, Nazis, organisierte Nazis in Bundeswehr und Polizei gab es natürlich immer schon. Michael Kühn und die ganze Truppe kamen aus der Bundeswehr, hatten dort ihre Verbindungen. Udo Vogt, NPD-Vorsitzender, war lang gedienter Offizier und so weiter. Die
Bomben- und Brandschlagskampagne gegen Geflüchtetenunterkünfte hat 81, 83 begonnen, damals von Röder initiiert, mit in Hamburg einem Brandanschlag auf vietnamesische Unterkunft, an anderen Orten. Die Kampagne gegen das Asylrecht hat spätestens 86, 87 begonnen, mit den Republikanererfolgen in Berlin und an anderen Orten. Ab 87 hing in jedem CDU-Büro in der Bundesrepublik, in jedem Wahlkreisbüro, überall das Boot ist voll, dieses CDU-Plakat, was gemacht worden ist. Es war ein langer Weg bis zur Abschaffung des Asylrechts, und den haben nicht die marodierenden Nazis erzwungen, sondern die Politik aus der Mitte hat diesen Weg vorgegeben und die Nazis haben ihre Chance ergriffen. So war es. Und es waren, wenn man sich die Biografien anschaut, es gibt ein fantastisches Buch, Die Kinder von Hoyerswerda heißt er, über die Nazi-Szene der 90er, die Biografien von Bönhardt, Mundlos, Zschäpe und ihren Kameradinnen sind geprägt davon, dass sie quasi die Aktivistengeneration war, die für die frühen 90er, diese großen militanten Ausschreitungen zu jung waren, die mitgekriegt haben, aber von den Älteren, man kann mit Gewalt etwas erreichen. Nun war aber die dynamische Bewegung nicht mehr in der Form weitergegangen, und die haben sich jetzt ihren neuen Weg gesucht und haben dann Gruppen wie den NSU, andere bewaffneten Gruppen aufgemacht. Das hat alles eine Geschichte, und es ist eine Geschichte, die eng verwoben ist mit der Politik der sogenannten Mitte und eigentlich denselben Themen folgt. Ich will nur eines sagen zu PUA. Ja, ich glaube, der PUA ist das geeignete Mittel. Wir müssen nicht immer schauen, es geht nicht in erster Linie um die Bestrafung von irgendwelchen Nazis und wie viele Jahre die kriegen. Meine beiden Mandanten aus Köln von der Kolbstraße haben gesagt, ja, natürlich wollen sie, dass die bestraft werden und die sollen nie wieder rauskommen. Ich glaube, da ist auch mal gesagt worden, man könnte sie erschießen. Das war keine ernsthafte Forderung, aber dieser Hass war natürlich da. Aber sie haben immer gesagt, das Wichtigste ist die Aufklärung. Viel wichtiger als das, was mit denen passiert, ist die Aufklärung. Die Aufklärung über das, warum die Polizei nicht gemacht hat, was Polizei machen muss. Warum der Verfassungsschutz so agieren konnte. Und ich glaube, ein PUA in Schleswig-Holstein, ich weiß nicht, wer die unangenehmen Fragen stellen soll. Das ist mein Problem. Die ganzen PUAs, die es gab bundesweit, die waren nur dann erfolgreich, wenn es wirklich gute, kritische Leute gab. Der erfolgreichste PUA war der aus Thüringen und ohne Martina Renner und Katharina König, die das wirklich, es waren ja zwei PUAs, wo die in unterschiedlicher Beteiligung drin waren. Ohne diese beiden hätte es keinen Erfolg gegeben, weil sie nicht aufgehört haben zu fragen, weil sie unerbittlich da waren. Und im Moment wüsste ich nicht, wer in Schleswig-Holstein eigentlich diese Rolle übernehmen soll. Trotzdem ist die einzige Chance, hier noch Aufklärung zu kriegen, und zwar insbesondere Aufklärung, Gabi hat es gesagt, der Fall ist aufgeklärt. Aber warum die Polizei sich und die Staatsanwaltschaft so agiert haben, das aufzuklären, weil das ist eine politische Frage. Und die einzige Chance dafür ist natürlich ein PUA. Ich finde das gut, das nochmal zu sagen, das nochmal zu hören von euch aus beiden Fällen, weil das war ja auch im NSU immer das blöde Argument mit, deshalb können wir, das ist gar nicht, also die haben das ja, die sagen das ja auch offen so, das ist hier gar nicht für Aufklärung, sondern für die Leute, die hier verurteilt sind, denen konkrete Straftaten nachzuweisen. Ne? Das haben die ja auch sich deshalb, also mit der Erklärung beim NSU-Prozess auch immer um weitere Aufklärung herumgedrückt. Ich habe jetzt ich möchte mal einmal einhaken, weil wir haben den Leuten am Anfang großspurig versprochen, dass das hier ein bisschen interaktiv ist. Und jetzt ist schon eine längere Frage hier im YouTube-Chat. Und deshalb muss die erstmal kommen. Ansonsten, genau, müssen wir auch ein bisschen unser Versprechen einhalten. Ed Axel, was ist angesichts der staatlichen Mauer der Vertuschung, ständige Wiederholung von Alibi der Grevensmühler und erstes OG als Brandausbruchsort, eine A, erfolgreiche antifaschistische
Und B, auch an Gabi, juristische Strategie. Gilt auch, genau, Jana, wenn du dazu was hast, auch gerne raus, und ich wollte das jetzt einmal reinbringen, nur die Frage. Soll ich sie nochmal vorlesen oder habt ihr sie jetzt? Ich habe sie wohl verstanden. Gabi, willst Gut, du? ich habe sie auch verstanden. Also, ich bin ja, soll mich ja begrenzen aufs Juristische, das tue ich nicht. Die Sache, dass im ersten Stock der Brandausbruchsort gewesen ist, ist vom Tatsächlichen her widerlegt worden, sodass es die politische Frage bleibt, warum die Staatsanwaltschaft bis zum Schluss behauptet hat, es sei so. Da sind wir aber wieder genau bei dem Thema, mit dem Axel aufgehört hat. Solche Fragen muss ein Untersuchungsausschuss klären. Es muss gefragt werden können, aus welchem Grund eigentlich eine solche falsche Behauptung in der Öffentlichkeit immer wiederholt worden ist, um vom wirklichen Problem oder von den wirklichen Erkenntnissen abzulenken. Mir wäre eines wichtig, weil es in der Frage so ein bisschen vermischt ist. Ich höre immer wieder, dass gesagt wird, wie wollen wir damit umgehen, dass hier so viel gemauert und so viel gehäckselt und so viel vernichtet worden ist. Und ich möchte für den NSU wirklich einmal sagen, wenn man das Urteil anschaut, wenn man die Akten anschaut, wenn man alle PUA-Unterlagen anschaut, es ist wahnsinnig viel aufgeklärt. Es hängt nicht an irgendwelchen Akten in Hessen, die für 120 Jahre oder was gebannt sind oder sonst was. Wenn man endlich mal realisieren würde, dass sehr, sehr viel schon aufgeklärt ist, aber die Fragen darauf einfach nicht beantwortet werden. Es ist aufgeklärt, dass der Verfassungsschutz die Informationen, die notwendig gewesen wären, um Böhnhardt, Mundlos und Tschepe frühzeitig festzunehmen, nicht an die Polizei weitergegeben hat. Es ist aufgeklärt, dass es diese V-Leute gab und dass die Informationen hatten. Die Fragen, die sich daraus stellen, sind nicht beantwortet und wir sollen anfangen, auf Beantwortung zu drängen und nicht nach neuen Aufklärungen. Also versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht so, dass da ganz vieles völlig unklar und unbekannt ist. Auch das Schreddern von Akten in sehr komplexen Behörden bringt gar nicht so viel, weil die Information, die an einer Stelle ist, ist schon an 10 andere weitergegeben. So gut waren sie beim Schreddern auch nicht. Deswegen konnte auch so viel von den Akten wieder hergestellt werden. Ich glaube, wir müssen viel stärker anschauen, was wir für Ergebnisse schon haben und mit denen umgehen. Und da hat das würde für Hafenstraße eben bedeuten, was Gabi vorher gesagt hat. Die Sache ist aufgeklärt. Und wir müssen die Frage stellen, warum habt ihr das nicht zur Kenntnis genommen? Warum habt ihr daraus nicht agiert? Wer hat die Anweisung gegeben oder wie konnte es dazu kommen, dass jemand von der Staatsanwaltschaft und jemand von der Polizei zu den Beschuldigten fahren, die geständig waren und sie dazu bringen, das Geständnis zurückzunehmen? Das sind die Fragen. Jana, du wolltest ja schon vor der Frage eigentlich was sagen, ne? Ja, also, naja, vielleicht passt das doch so ein bisschen. Also, weil Axel und Gabi ja aufgeworfen haben, welche Fragen der Untersuchungsausschuss stellen könnte. Und ich sag mal, ein Kernpunkt unserer Arbeit ist auch, das aufzubrechen. Also dieser Gedanke von Täter-Opfer-Umkehr, also wer war damals der Täter, ist ja trotzdem noch bei vielen, sage ich mal, im bürgerlichen Diskurs anders, als wie wir es betrachten, dass es eben um Opfer rechter Gewalt geht, die damals ihr Leben verloren haben. Also es geht nicht nur alleine darum, um aufzuklären, in welche Richtung waren meinetwegen Polizei und Verfassungsschutz ja, involviert oder wo wurde an welcher Stelle was verheimlicht, sondern es geht auch um eine Anerkennung der Tat. Und ich meine jetzt nicht dadurch eine Verurteilung der Täter, sondern eben, dass es eine rassistische Tat ist. Also warum wird der Fall Hafenstraße nicht aufgeführt in der Kriminalstatistik unter rechten Morden? Es ist nicht der Fall. Also wenn man, und das sind Sachen, die auch eben eine antifaschistische Überlegung sein kann. Wie kann man sich heutzutage einbringen? Was kann man machen, auch als antifaschistischen Kampf? Also es geht auch darum, eben, sage ich mal, das politische Storytelling dementsprechend auch heute zu prägen.
Daran anschließend würde ich vielleicht auch noch mal eine Frage reingeben, die dann ein bisschen mehr Richtung, sage ich mal, Antifa, Antira-Arbeit geht. Und zwar, indem wir nochmal zurückkommen würden. Also ich finde es super spannend, könnte Stunden weiterreden, aber wollte noch einmal auf jeden Fall die Losung von der Hanau-INI aufgreifen. Ne? Dieses Hanau, 19.02. darf nicht einer von vielen rechtsterroristischen Anschlägen gewesen sein, sondern es muss der letzte gewesen sein. Und das wäre auch nochmal eine Frage, die ich jetzt nochmal an alle stellen würde. Also was muss passieren? Das können jetzt auch Denkanstöße oder halbfertige Gedanken sein oder sonst was, ne? Aber genau, um darauf nochmal zurückzukommen. Was bedeutet das für unser antirassistisches Handeln, ne? Ich finde den Vergleich mit Hanau etwas schwierig, aber ich sage mal Folgendes. In Hanau ist ein Angriff auf einen Ort erfolgt, Treffpunkt von jungen Migrantinnen, von Leuten, sagen wir mal, der Stadtteil. Ich war da ja auch schon, habe mir das angeschaut, vertrete eine Familie, die nicht wohlhabend sind, arme Leute Gegend, ja, arme Leute Gegend, Migranten. Und zwar einer der Orte, die in den letzten Jahren systematisch von der Politik, von den Innenministern zu gefährlichen Orten, zu Orten von organisierter Kriminalität gemacht worden ist. Ihr müsst euch erinnern, wie in Berlin oder in Niedersachsen diese Botschaft rausging, wir müssen insbesondere diese Shisha-Bars und ähnliche Orte immer kontrollieren. Da gibt es ganz viel Kriminalität. Dann wird regelmäßig eingeblendet, wie wieder mit 300, 400 Polizeikräften danach nach nicht gut verzolltem Tabak in Shisha-Bars gesucht wird oder die Belüftungsanlagen zum Anlass genommen wird. Das sind also Orte, die werden kriminalisiert von der Politik. Und es ist kein Wunder, dass das aufgenommen wird von Neonazis und von Rechtsradikalen als Feindesorte. Das ist einer der Punkte, die ich glaube, die man stark sehen muss. Und es war die AfD, die auch in Hessen Shisha-Bars zum Objekt ihres Wahlkampfes gemacht hat. Und dann gibt es jemanden, der eine mehr oder weniger große Störung hat, der auch eine rassistische Grundeinstellung hat. Und der richtet jetzt seine Gewalt gegen so einen Ort, solche Treffpunkte von jungen migrantischen Leuten. Und das hängt miteinander zusammen. Und wir müssen zwei Sachen sehen. Wir müssen sehen, dass die sogenannte Mitte der Gesellschaft regelmäßig Minderheiten missbraucht, Minderheiten zum Objekt ihrer Aktionen machen, um sich als besonders tatkräftig zu beweisen, um zu zeigen, sie können sich durchsetzen, sie können starke Innenpolitik machen. Und damit, das ist im Grunde genommen eine rassistische Politik und damit leitet natürlich dann ein Innenminister auch Rassisten und Rechtsradikale an und gibt ihnen quasi die Opfer. Und deswegen ist es auch so schwierig, weil es ja ein Grundverständnis gibt, nachdem das eigentlich in dieselbe Richtung geht. Und auf der anderen Seite müssen wir sehen, die meinen, was sie sagen. Wenn wir lesen, was AfD-Leute sagen beispielsweise, die meinen das, die werden das dann auch tun. Das müssen wir beides berücksichtigen und das müssen wir auch zusammenbringen. Ich würde dazu ein bisschen wieder ausholen wollen. Wenn man sagt, ja, praktisch nie wieder so etwas wie in Hanau, da muss man die Grundlagen für Hanau erkennen und beseitigen. Ich finde es richtig zu sagen, es muss der letzte Anschlag gewesen sein. Natürlich, es ist schlimm genug, dass er stattgefunden hat, aber die Grundlagen für diese Anschläge sind nicht beseitigt. Wir haben interessanterweise Anfang der 2000er Jahre eine Auseinandersetzung gehabt mit dem Oberverwaltungsgericht oder dem Präsidenten des Oberverwaltungsgerichtes in Nordrhein-Westfalen, Michael Bertrams, gleichzeitig damals Präsident des Verfassungsgerichts Nordrhein-Westfalen.
der die Position vertreten hat, kein Versammlungsrecht, keine Demonstrationsfreiheit für Neonazis. Es gibt heute noch auf der Homepage des OVG die Pressemitteilung von Michael Bertrams von damals, wo er hergeleitet hat, warum eigentlich unter Berücksichtigung des Polizeibriefes der Alliierten von 1949, wo drin steht, dass es in Deutschland nie wieder Organisationen geben darf, die neonazistisch sind. Das aber nicht nur daher, sondern auch von der Tatsache her, dass die Neonazis zur Meinungsbildung in diesem Staat nichts beizutragen haben, dass sie faktisch diejenigen sind, die der Demokratie die Gurgel zu schnüren, dass das eine Auseinandersetzung gegeben hat zwischen ihm auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Verfassungsgericht, was regelmäßig schon Anfang der 2000er in Eilverfahren jeweils Demonstrationen von Neonazis zugelassen hat. Und zwar vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Als die Ausstellung zur Wehrmacht in Hamburg war, da hat Esther Bejarano, kennt ihr, mich beauftragt, dagegen vorzugehen. Sie hat gesagt, kann man das nicht verbieten lassen? Die haben nämlich unter dem Titel Unsere Väter waren keine Verbrecher oder unsere Großväter waren keine Verbrecher, eine Demonstration durch Barmbek gemacht, wo eben auch in der Jahrestraße diese Ausstellung war. Ich habe den Antrag gestellt an die Polizei, die Demonstration verbieten zu lassen, weil eine Überlebende der Shoah wie Esther Bejarano es sich nicht gefallen lassen muss, sowas zu erleben und weil auch alle anderen, die in Hamburg davon betroffen sind, die VVN und die Überlebenden des Nazi-Terrors sich das nicht gefallen lassen müssen. Die Polizei hat nur müde abgewinkt. Wir haben dann Eilverfahren angestrengt vom Verwaltungsgericht und haben gesagt, man muss abwägen, zum einen, dass das, was die auf ihrem Titel haben, eine offensichtliche Geschichtsklitterung ist und eine Rechtfertigung dessen, was an Nazi-Terror geschehen ist, und auf der anderen Seite hat eben jemand wie Esther Bejarano oder Vergleichbare das Recht, sowas nicht ertragen zu müssen in ihrer Stadt. Wir haben das verloren, wir sind zum Verfassungsgericht gegangen mit dem Eilverfahren, und ich glaube, es war Hoffmann-Riem war damals Präsident des Verfassungsgerichtes, auf mein Eilverfahren beim Verfassungsgericht mit all dieser durchaus vernünftigen und schönen Argumentation habe ich, nachdem ich dann am Morgen der Demonstration beim Verfassungsgericht angerufen habe, weil es einfach keine Antwort gab, Herrn Hoffmann-Riem direkt am Telefon gehabt, und der hat mir damals gesagt, wissen Sie was, Frau Heinicke, wenn Sie irgendetwas von Verfassungsrecht verstehen würden, hätten Sie diesen Antrag nie gemacht. Damals ist mir was klar geworden. Das hat vielleicht auch damit zu tun, wie man etwas erlebt, auf welcher Seite man steht, wie man Recht interpretiert, wie man Recht nutzt oder nicht nutzt. Das ist was, was durchaus wichtig ist, und zwar auch bei der Aufarbeitung dieser ganzen Anschläge und bei der Frage der Ermittlungstätigkeit auf Seiten der Justiz. Nach meiner Überzeugung ist die Tatsache, dass hier in diesem Land seit langem neonazistische Organisationen zugelassen sind, dass man behauptet, sie seien ganz normale Organisationen mit allen Rechten der Grundrechte, mit Meinungsäußerungsfreiheit, mit Demonstrationsfreiheit. Das ist ein Verlust von Erkenntnissen, die man eigentlich aus dem Nationalsozialismus, aus dem Naziterror gewonnen hat und der heute so einfach nicht mehr akzeptiert wird. Ich glaube, dass sich das fortsetzt, nicht nur in den Behörden, nicht nur in der Bevölkerung, sondern durchzieht durch sämtliche Bereiche dieser Gesellschaft. Wenn man Hanau nochmal verhindern will, wenn man sowas wie diese Anschläge verhindern will, dann, ich glaube jetzt mal realistisch, ist das, was die antifaschistischen Organisationen machen, genau das Richtige, nur sind wir zu schwach. Und die antifaschistischen Organisationen, die demokratisch arbeitenden Organisationen werden zurzeit aktiv vom Staat bekämpft. Ihr kennt die Situation, dass sie die Gemeinnützigkeit verlieren, dass gesagt wird, wenn wir euch den Verfassungsschutzbericht aufnehmen, dann könnt ihr keine Spendengelder mehr einnehmen. Es zieht sich alles durch und es geht nicht nach links. Es geht nicht in einen Bereich, wo man sagen kann, das ist eine Bestätigung der Demokratie. Es geht massiv nach rechts, auch mit noch so schönen liberalen Worten, die manchmal dazu geäußert werden. Für mich bedeutet es, die Linke, die Antifaschisten müssen sich mehr organisieren gegen diese sich nach rechts weiter strebende Entwicklung und
Wir sind jetzt bald am Ende, aber die Tatsache, dass es ein NSU 2.0 gibt und es nicht viel mehr Aufschrei gibt, dass es da nicht viel mehr gibt, was man sagen muss, wir müssen jetzt mal die Behörden, wir müssen mal den ganzen Apparat auch prüfen darauf, wer mit rechtsradikaler Gesinnung dort rumläuft. Jedes Mal, auch in Nordrhein-Westfalen, kommt dann wieder was hoch und nach wenigen Tagen ist es verschwunden aus dem Gedächtnis der Gesellschaft. Ich glaube, daran liegt das Problem. Wenn wir es nicht schaffen, eine andere Atmosphäre des Nachdenkens und der Kritikfähigkeit und der Frage, wie wollen wir miteinander leben, in der Gesellschaft zu verankern, dann werden wir bei dem, was zurzeit die Richtung geht, verlieren. Dann wird es weiter solche Anschläge geben. Für das Statement. Naja, es ist ja richtig und man muss ja auch sagen, ich habe in den letzten Jahren mehrfach mich gefragt und auch diskutiert mit Leuten, wo geht es eigentlich mit der antifaschistischen Bewegung hin? Da ist mir phasenweise gesagt worden, ja, das machen ja alles die Institutionen, das APAPIT und die antifaschistische Recherche ist gar nicht so wichtig. Im Moment ist ja viel wichtiger, wir sind an anderen Punkten, mit der Klimabewegung rollen wir hoch, mit dem bewegen wir ganz viel, bringen wir viele Leute. Aber tatsächlich ist es ja so, dass diese ganz banale Basisarbeit, Recherche, dranbleiben, schauen, wer ist wer, veröffentlichen, aufklären, dass das in den letzten Jahren, vielleicht auch, weil es einfach nicht so besonders sexy ist als Arbeit, viel weniger geworden ist. Und ich glaube, dass wir als antifaschistische Bewegung unsere Aufgabe nicht erfüllen können, wenn wir nicht wieder stärker in dieser Art und Weise arbeiten, so wie ihr das macht mit der Initiative zur Hafenstraße, aber auch in aktuellen Sachen. Wir haben eine teilweise dynamisch sich entwickelnde rechte Bewegung. In Schleswig-Holstein kriegen wir von der AfD ein bisschen weniger mit als in anderen Ländern, aber wir haben die mit erheblichen finanziellen Mitteln aus dem Staatsapparat jetzt überall, wo sie in den Parlamenten sitzen. Die sind sehr rührig. Die müsste man noch viel stärker beobachten. Die muss man auch direkt angehen. Ich meine, allein schon die AfD schafft das ja schon allein durch die Art und Weise, wie sie kommuniziert, diese vulgäre, aggressive Art und Weise. Allein damit schaffen sie es schon, Stimmung zu erzeugen. Allein damit schaffen sie es schon, die Gesellschaft zu verändern. Und wir haben da oftmals wenig entgegenzusetzen. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viel Energie in diese Arbeit in den nächsten Jahren stecken müssen. Es ist natürlich immer besonders erfreulich, wenn in Schleswig-Holstein die AfD keine einzige Wahlveranstaltung ungestört machen kann. Da träumen andere Bundesländer davon. Aber darauf dürfen wir uns natürlich auf der anderen Seite nicht ausruhen. Denn richtig erfolgreich dagegen waren wir bislang auch noch nicht. Die haben ihr Potenzial und der nächste Schritt, tatsächlich auch Regierungsparteien für ihre rassistische Politik direkt anzugreifen, da sind wir bisher auch nicht weitergekommen. Und an der Stelle muss man sagen, ich meine, wer diese Mauer um Europa auf den Leichen von ertrunkenen Flüchtlingen baut, ja, der betreibt eine rassistische Politik. Und das ist eben nicht verantwortlich die AfD oder was, sondern das sind verantwortlich teilweise auch die Grünen, die CDU, die SPD und die FDP. Und wir schaffen es oftmals nicht, diese Brücke zu schlagen. Denn nicht nur Hanau sind Tote, ermordet von einem Rassisten, ja, im Mittelmeer ertrinken Leute, da sind genauso Leute verantwortlich. Frontex ist an Pushbacks beteiligt. Man muss sich das überlegen. Leute, die an Land gekommen sind, war jetzt die neueste Meldung, oder Leute, die in die Nähe des Ufers gekommen sind, werden wieder aufs Meer hinausgefahren und dort lässt man sie alleine. Wir müssen in den Bereichen mit sehr viel Energie und Hartnäckigkeit weiterarbeiten. Und ich glaube, wir müssen das auch zusammenbringen, weil das verbindet sich natürlich. Jana?
würde die Frage auch gern nochmal aus Gedenkinitiativen-Perspektive beantworten wollen. Ja. Also zum einen, was muss passieren oder was kann man machen, wenn man die Worte aus Hanau jetzt ernst nimmt? Kann ich mal sagen, was wir als Gedenkinitiative ja machen. Also wir, zum einen sind wir ja gerade dabei, so eine Chronik anzulegen oder eine Digitalisierung der alten Rechercheergebnisse, die es unter anderem gab oder der ganzen Arbeit, die die Aktivistinnen in den 90er Jahren geleistet haben, um auch zu sagen, das darf nicht in Vergessenheit geraten, was an Arbeit dort geleistet wurde. Und wir deswegen sagen, also eine Aufgabe kann von uns sein, auch all das Wissen zu digitalisieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um eben zu sagen, es ist möglich, Dinge in den gesellschaftlichen Diskurs hineinzutragen. Eine andere Sache, Axel hatte eben angesprochen, die Verantwortung von Parteien. Genau deswegen sind wir parteipolitisch unabhängig und es stehen keine Parteien als Erstunterzeichnerin unter unserer Petition, weil wir auch weiterhin genauso unabhängig sein wollen und eben genau wie Axel eben auch gesagt hat, die Grünen auch in Verantwortung stehen mit ganz anderen Taten, die passieren. Und eine andere Ebene ist, wenn wir sagen, wir nehmen die Worte aus Hanau ernst, ist, dass wir sagen, in Lübeck wird die schmerzliche Erfahrung, der Verlust von Menschen, von geliebten Menschen, von Familien, von Angehörigen, durch rassistische Gewalt auch geteilt. Also es muss nicht der Tatablauf sein, aber die schmerzliche Erfahrung, sie ist das, was vereint. Und wir als Initiative haben ja auch das Wort letztes Jahr oder vorletztes Jahr das erste Mal angesprochen, dass es unser politisches Erbe ist, was da getragen wird. Und es ist auch etwas, was wir auch gerne da auch in antifaschistische, antirassistische Kreise auch mit einbringen, um zu sagen, es ist unser Erbe, dass wir uns vernetzen mit anderen betroffenen Initiativen, mit anderen Gedenkinitiativen, um eben zu sagen, dass die Solidarität ist das, was uns auch miteinander vereinen kann. Und das ist eine Sache, die ist in den letzten Jahren gewachsen und auch gerade, finde ich, in den letzten 2 Jahren nochmal, dass irgendwie Gedenkinitiativen deutliche engere Kontakte zueinander pflegen, sich darüber austauschen und dadurch auch Betroffenen und Familien ermöglichen, mit den schmerzlichen Erfahrungen umzugehen, vielleicht einen Umgang zu lernen oder wir im Fall Lübeck auch die Möglichkeit haben, herzukommen und zu trauern. Danke, Jana, für deinen Beitrag. Nochmal ganz kurz einen Blick ins Internet. Hier ist was los in der Kommentarspalte. Nochmal zurück zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Was ist, wenn der gar nicht eingerichtet wird? Also das fragt Holger Bachmann-Wulff und dazu schreibt Angelika Birk, heute ist in der Taz zu lesen, dass der BGH, Bundesgerichtshof, nach 20 Jahren endgültig einen Nazi von der Tat, genau, ja, von einem Anschlag in Düsseldorf vor 20 Jahren endgültig freigesprochen hat. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse haben eine große Aufgabe. Naja, die Kampagne um einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss muss die zu stellenden Fragen natürlich größtenteils auch schon stellen und muss auch schon ganz viel reinbringen, sodass ein politischer Druck entsteht. Man kann den Kampf verlieren, aber man kann die gesellschaftliche Diskussion natürlich schon bewirken in einem Kampf um einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und ich glaube, das wird die Aufgabe sein. Das wird natürlich nicht ausreichend sagen, wir machen eine Petition, wir wollen den, bitte, bitte. Man muss eben, und so habe ich euch ja auch verstanden, man muss diese Diskussion und auch die Aufklärung über dieses Wissen, das ist ja in der Öffentlichkeit auch schon ein bisschen verschlummert, man muss das einfach dann in der Forderung, in dieser Kampagne alles präsentieren, sodass eine Situation entsteht, in der die gar nicht mehr anders können, als diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen.
Weil man kann ja den Kampf um das Wording, den Kampf um die Deutung auch in einer Kampagne schon bestimmen. Und wenn Sie das dann verweigern einfach nur, kann auch die Situation einstehen, in der das eigene Wording sich durchsetzt. Und wir kämpfen ja nicht um Entscheidungen von Gerichten oder Parlamenten. Wir kämpfen um die Wahrnehmung in der Bevölkerung. Und auf die können wir auch so erreichen. Ich wollte nur sagen, und wir stecken ja in den Kinderschuhen mit diesem Kampf und dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und vielleicht als Information, wir sind ja am Anfang, also von der Gedenkinitiative, mal so ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen im Landtag. Und es ist schon so, wie Axel auch prophezeit hat, ne? Also wie sind da die Bereitschaften, wer können da die kritischen Stimmen sein? Und das, was uns aber entgegengebracht wurde, ist, ich will es mal ganz flapsig sagen, Thema Hafenstraße interessiert keinen. Und wir sagen, nein, das ist nicht so. Und genau deswegen haben wir uns ja auch für diesen Weg der Petition entschieden, für den Weg der Erinnerungswoche, um eben zu zeigen, es ist nicht so, dass es keinen interessiert. Sondern es gibt durchaus nicht nur Menschen in Lübeck, sondern bundesweit, die dieses Thema, dieser ungeklärte Mord, wie wir ihn ja auch als Hafenstraßenmord unvergessen in der Petition bezeichnen, interessieren. Und ich würde mal ganz ehrlich sagen, wenn wir uns jetzt die Resonanz bundesweit anschauen, also die Berichterstattung, die wirklich von der Süddeutschen bis zur Welt, Hamburger Abendblatt etc. überall gerade aufploppt. Klar, es ist der 25. Jahrestag. Aber die erfolgreichen, sage ich mal, über 4.000 Personen, die innerhalb von 4 Tagen diese Petition unterzeichnet haben schon, ne, zeigt, es ist ein Interesse da. Und deswegen ist es richtig, in die Kinderschuhe zu steigen und diesen Weg auch zu gehen, unabhängig davon, ob wir am Ende erfolgreich sind. Aber es geht darum, wie du auch eben sagtest, ne, dieses Wording auch beeinflussen zu können. Und das ist ein Kampf, den haben wir uns als Gedenkinitiative angenommen und den werden wir nicht nur bis Montag führen, sondern auch weiterhin, weil Lübeck hat gezeigt, wir sind hartnäckig, 25 Jahre begleitet das Thema hier schon viele und genauso werden wir es auch weiterhin tun. Sehr schön, Jana, korrekt. Arbeitskreis zur Hafenstraße aus Hamburg schreibt dazu, bei einer Aktion zum Hafenstraße-Prozess in der Kieler Pumpe bei den Grünen Anfang der 2000er sagte Annemarie Lüttkes, damals grüne Justizministerin in Schleswig-Holstein, sie habe die Akte Hafenstraße auf dem Tisch und da sei nichts dran an den Vorwürfen gegen die 4 Grevesmühler. Ja, wie sollten die Grünen in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss wirklich für Aufklärung sorgen? Und trotzdem muss ein POA gefordert werden, schreiben sie auch nochmal deutlich im Chat. Jana, ich fand das eigentlich schon ein gutes Schlusswort. Wir sind schon über der Zeit und wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich finde das gut, dass du zum Schluss nochmal ganz klar sagst, wir kämpfen weiter. Genau das wollen wir von euch hören als Initiative. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Zuschauerinnen. Wie viele waren es denn jetzt endlich? Ja, 74 ungefähr, die sich das hier angeguckt haben live. Und ganz, ganz, ganz lieben Dank geht natürlich an die 3 Referentinnen, die wir heute hier zu Gast haben konnten. Danke, Jana, dass du da sein konntest. Danke, Axel. Und danke, Gabriele. Ich habe gerade nochmal gesehen, über die Zeit verteilt waren es 232 Leute, die mal reingeschaut haben. Das hat ja sich immer ein bisschen abgewechselt. Fast noch schlimmer, dass da welche abgesprungen sind. Ja. Ich wollte mich auch bedanken, Marcel, Jana und Gabi. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja. Ich habe mich Initiative, auch. Der Initiative, ihr habt meine ganze Unterstützung, wann immer ihr irgendwas braucht, sagt Bescheid. Das machen wir. Vielen schön. Dank. Jana, ganz kurz nochmal, willst du nochmal oder soll ich nochmal eben die nächsten Termine für die Leute, die gerade drin sind, sagen? Ich mache das gerne. Jetzt ist 9:15. Ihr habt jetzt noch Zeit, kurz schlafen zu gehen, weil morgen ist unsere Demo Gedenken und Anklagen um 14 Uhr in Lübeck. Und die wird unter besonderen Auflagen stattfinden, weil Corona macht ja auch nicht halt vor linken Demos, nur bei rechten Demos ist es irgendwie nicht anwesend, bei unserer schon. Deswegen haben wir ein spezielles Hygienekonzept und haben auch nicht so viele Personen angemeldet, nur 250, obwohl es natürlich eine größere Masse eigentlich verdient gehabt hätte. Worauf ich mich freue, ist, dass
viele Gedenkinitiativen da sein werden, sei es in digitaler Form oder auch in persönlicher Form, dass Familien und Angehörige kommen werden. Ich freue mich sehr darüber, dass wir es geschafft haben, morgen einen so tollen Weg zu gehen. Am Sonntag werden wir eine Lichtinstallation an dem Standort, wo damals die Hafenstraße 52 das Gebäude gestanden hat, installieren. Die läuft 24 Stunden. Wir werden auch Bilder digital übertragen von dem Brandhaus an Ort und Stelle, wo es mal gewesen ist, um eben auch zu zeigen, dass Erinnerungskultur durchaus visuell oder eine Visualisierung auch mal bedarf. Und am Montag wird wie jedes Jahr das Gedenken um 18 Uhr in der Hafenstraße stattfinden und natürlich auch hier unter Corona-Maßnahmen. Aber ansonsten, glaube ich, wird es durchaus eine würdevolle Erinnerungswoche, die gestaltet wurde und wird. Und ich möchte mich an der Stelle auch bei allen bedanken, die das mit uns machen, also sowohl Marcel und die IL als auch ihr beide, dass ihr da hergekommen seid. Das bedeutet uns als Gedenk-INI wirklich viel. Gut, danke Jana nochmal für den Überblick zu den anstehenden Terminen. Und dann würde ich in diesem Sinne jetzt sagen, habt einen guten Abend und wir verabschieden uns vom Livestream. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.